Online-Geister. Zwei Drittel der Bundesbürger in Deutschland würden inzwischen eine Versicherung komplett online abschließen. Etwa 13% würden auch einen Versicherungsvertrag bei Alexa, Siri oder anderen Sprachassistenten unterschreiben. Und gleichzeitig brauchen die Versicherungen mehr digitale Angebote für junge Kunden. Hallo ihr Online-Geister da draußen. Zunächst erstmal ein Shoutout für unsere Online-Geister-Folge Nummer 17 war das gewesen, in der wir uns schon mit dem Thema Versicherung auseinandergesetzt haben. Aber da ich aktuell auch in einigen Werbeanzeigen alle möglichen Online- und Digitalversicherungen sehe und ich den Eindruck habe, dass es gerade ein wirklich auch wieder wachsender Markt ist, möchte ich mit euch kurz mal über das Thema sprechen. Um genau zu sein, habe ich hier verschiedene Studien mir auch mal mit rausgesucht, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das, was ich euch gerade vorgelesen hatte, mit den 69%, also den 2/3 und den 13% mit Online-Abschlüssen und mit Amazons Alexa und Apples Siri, stammt aus einer Pressemitteilung von Adcubum. Das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes drin. Und das finde ich persönlich halt sehr, sehr interessant, dass generell seitens der Nutzer gesagt wird, wir sind bereit dafür, auch digital Verträge abzuschließen. Und was ich schon wieder ein bisschen bedenklich finde, dass 13% der Bundesbürger halt eben auch sich einen Abschluss solcher Verträge über Sprachassistenten vorstellen können. Da sind wir bei den Online-Geistern in Folge Nummer 27 ja detailliert auf Vor- und auch Nachteile von Sprachassistenten eingegangen. Deswegen da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Ich sehe es halt datenschutzrechtlich sehr schwierig, will mich auch in einem künftigen Blogbeitrag bei datenschutz-eprivacy.de, das ist meine Datenschutz-Website, mit dem Thema so ein bisschen näher mit beschäftigen. Also bei Interesse gerne mal reinschalten, abonnieren, würde mich freuen. Und das Problem, was ich halt vorrangig sehe, ist schlicht und ergreifend, dass zwar irgendwo der Markt vorhanden ist und auch Versicherungen so, ich sag mal, langsam drauf reagieren, aber zum einen halt die Versicherungsangebote überschaubar sind und gleichzeitig aber auch die Versicherungen irgendwie nicht auf das Ganze reagieren, was halt die Teilnehmer möchte. Also das ist jetzt so ein ganz klassisches Problem, was wir auch bei Zielgruppenanalysen haben. Ich habe eine bestimmte Zielgruppe und diese ist bereit für digitale Maßnahmen. Gleichzeitig habe ich aber auch, und da gab es jetzt erst Anfang des Jahres von Bitkom, dem Branchenverband für die IT-Industrie, auch wieder eine Pressemitteilung, dass die Versicherungen digitale Angebote für junge Kunden brauchen. Denn jeder zweite 16- bis 29-Jährige würde gerne ausschließlich und online mit seiner Versicherung kommunizieren. Die Möglichkeit nutze ich inzwischen auch mit meiner Versicherung. Ich habe auch meine Haftpflichtversicherung lange über die Haftpflichthelden laufen lassen. Da habe ich ja auch mich und also Tristan und ich haben uns bei unserer Folge 27 ja auch mit Haftpflichthelden unterhalten, was so den Bereich der Versicherungen anbelangt. Und finde es interessant, dass auch, das ist jetzt eine Ergebnis der Bitkom-Pressemitteilung bzw. einer Studie basierend auf Bitkom-Research. 60% der bis 30-Jährigen könnten sich vorstellen, eine Police, also einen Vertrag, auch bei einem rein Digitalunternehmen abzuschließen. Was ich persönlich wieder ganz interessant finde, denn wir hatten ja damals mit den Haftpflichthelden gesprochen, das ist auch keine reine Versicherung. Das ist eigentlich nur wieder der digitale Arm bzw. ein Kooperationspartner einer anderen Versicherung, die für eine klassische Versicherung. Also man könnte es als so eine Art indirekte Ausgründung betrachten, wobei in dem Gespräch kam es ja eher so rüber, dass es halt ein reines Unternehmen ist, das halt einfach eine Kooperation mit einer Versicherung eingeht. Unabhängig jetzt von den Hintergründen scheint das für mich auch momentan eine Richtung zu sein, in die sich die Versicherungsbranche entwickelt, in die sich vielleicht auch die Bankenbranche entwickeln könnte. Also die klassischen Industriezweige im Finanzgeschäft. Also Versicherung, Bankenwesen, verschiedene Industriehersteller. Wenn ich jetzt an bestimmte Produkte denke, die man sowohl als B2C-Kunde, also als Einzelkunde, als Privatkunde, wie auch B2B, also eben als Geschäftskunde gebrauchen kann, dann macht es für mich durchaus Sinn, in dem Fall so eine Art neuen Zwischenhändler im Grunde mit zwischenzuschalten. Denn rein von der Masse her, ich habe da auch die Studie von Bitkom Research, wie gesagt, alle Links finden sich in den Shownotes, mal mit rausgekramt und
da fand ich persönlich ganz interessant, dass Versicherungen bei einem Digitalunternehmen vorstellbar für die bis 30-Jährigen sind es fast 60%, aber auch insgesamt sind es 36%. Also ich würde mich jetzt vor allem mal an der Gesamtmenge an Leuten orientieren. Das ist es immerhin auch mehr als ein Drittel, die sich eine Versicherung bei einem Digitalunternehmen vorstellen können. Und ein Drittel aller Versicherungspflichtigen oder aller möglich Versicherten, das ist immer auf jeden Fall schon im Millionenbereich, also es ist nicht gerade ein kleiner Markt. Genauso, wenn ich in den Bereich schaue, App mit Übersicht zu den Versicherungen. Also mein App-Anbieter gibt es ja bei den Versicherungen inzwischen schon einige. Aber auch die Hälfte aller Befragten dieser Studie könnten sich das vorstellen, das halt auch über die App zu kommunizieren und zu regeln. Und so war das bei mir damals auch gewesen, als ich bei den Haftpflichthelden war. Ich hatte angefangen, indem ich mal die App runtergeladen habe, dort halt eben alles ausgefüllt, eine digitale Unterschrift gesetzt, also in dem Fall wirklich so auf dem Smartphone rumgemalt für meine Signatur. Und als ich gekündigt habe, lief das genauso simpel. Gekündigt übrigens deswegen, weil meine Frau und ich jetzt zusammen versichert sind. Hat schlicht den Hintergrund. Aber insofern kann ich kein schlechtes Haar lassen, selbst wenn ich wollte. Also die Zusammenarbeit mit zum Beispiel deiner Haftpflichthelden lief eigentlich sehr, sehr gut, genauso auch wie mit anderen Versicherungen. Denn das ist es ja am Ende, worum es geht. Also die Kooperation sollte gut laufen. Diese gesamte Branche, die sich halt InsurTech auch nennt, also halt für Insurance Technology sowie FinTech für Finanztechnologie, ist halt auf jeden Fall auch im Wachsen begriffen. Und da sind die Haftpflichthelden eine Variante, da ist COYA, also COYA, eine andere Variante, wo ihr halt einfach gerne mal schauen könnt, wie da die Zusammenarbeit läuft. Denn was ich persönlich bei diesen ganzen InsurTech-Unternehmen sehr angenehm finde, zum einen, dass es halt sehr viele verschiedene Bereiche gibt, sei es jetzt, was Diebstahl angeht, was Hausrat, Haftpflicht und so weiter angeht. Also da sind die Unternehmen inzwischen ganz gut aufgestellt, wo sich halt die Haftpflichthelden so rein mit der Haftpflichtversicherung auseinandersetzen, als ein Beispiel. Es ist halt bei COYA zum Beispiel Hausrat und Haftpflicht, sowie halt auch noch Fahrzeugdiebstahl. Das ist für mich zum Beispiel gerade als Fahrradfahren eine sehr schöne Sache, also falls mein Fahrrad geklaut wird. Da gibt es die genauso, gibt es auch viele, viele weitere Angebote. Ihr müsst einfach nur mal so InsurTech oder Versicherung online bei der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und findet da halt schon eine ziemliche Menge an Angeboten. Und da muss ich sagen, finde ich das persönlich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, denn gleichzeitig, es gab auch schon mal 2016 eine GfK-Umfrage bzw. Studie, wo halt gesagt wird, dass günstige Preise und auch die Zeitersparnis halt als Vorteil betrachtet werden bei digitalen Versicherungen. Und gerade solche kleinen, weichen Faktoren wie ich kann das zu Hause von der Couch aus erledigen, ist für viele Menschen schon der Unterschied zwischen etwas abschließen und nicht abschließen. Aber wie ist da eure Meinung? Habt ihr schon mal so eine Versicherung online abgeschlossen? Mich würde wirklich einfach mal das Feedback interessieren, liebe Online-Gaster. Und damit auch kurz knapp erreichen könnt ihr uns wie immer unter onlinegaster.com. Mein Name ist Christian Alner und wir hören uns. Bis bald. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.